Weiter geht's mit Dead Space 2 und ich glaube, ich werde mein Inventar wieder ausleeren. Weil ich es doch noch nicht brauche. Und bis ich es brauche, hätte ich gerne ein etwas leereres Inventar. Just saying. Ich hätte jetzt erwartet, dass hier ein großer, mega fett Bossfight kommt. Okay, Shop aktualisiert, why so ever. Ah, wahrscheinlich, weil du das eine nicht aufgesammelt hast. Sein Schema. Darum hat es automatisch aktualisiert. Nein, aber warum jetzt? Warum nicht gerade eben? Keine Ahnung, wahrscheinlich, weil du jetzt erst das Event davon getriggert hast. So. Ja, ich hätte zwei Reihen Platz. Ja. Trotzdem noch genug Muni hier. Damit lässt sich auch arbeiten. Ja. Ihr seid schlimm, ey. Vor allem, wenn da gleich so viele sind. Hergekommen. Ach, hier kommen wir auch lang. Ha! Da unten. Damit hätten wir auch wieder den einen in Reserve. Ja. Windkommenergie. Falls wir doch noch überraschend einen Energieknotenraum finden. Hey, was haben Sie gemacht? Ich habe gerade die Steuerhologramme verloren. Der Verteiler hatte einen Kurzschluss. Ich brauche Ersatz. Das ist Standard. Hier irgendwo muss noch einer sein. Ich sehe mich mal um. Viel Glück da oben. Nein, nicht jetzt. Okay. Hä? Hast du das kapiert, worüber das jetzt ging? Nein. Dann geht's dir genauso wie mir. Gut. Hier noch einen Halbleiter-Diamant finden. Naja, man muss sich einen Anzug ja leisten können. Ja. Hi, Ellie. Tschüss, Ellie. Wow. Ach ja, Kaseshini ist richtig schön strong gegen diese maximal pigmentierten. Ja. So, du wirst nicht mehr gebraucht. Was auch immer du bist. Gefunden. Ich habe wohl gerade das System kurz geschlossen, sodass die Nachtasten umgangen werden. Glück gehabt. Ja. Was auch immer. Daneben. Mann, ey. Aber die lernen auch nicht. Natürlich nicht. Das sind ja Nekros. Die haben ja kein Gehirn mehr, glaube ich. Das ist ein guter Punkt. Ach, heck, na, jetzt ging es auch noch. Hier oben scheint es zu klappen. Vielleicht muss es auch mal verdrahtet werden. Was? Ich hab dir nicht verstanden. Nichts. Lass mich nur mein Zeug machen. Ich bin der OP-Mechaniker. Genau. Ich bin Isaac Book the fucking Clark. Geschafft, ich hab das Ding am Laufen. Auf der anderen Seite ist ein Lift. Ich drehe um, damit sie draufklettern können. Ich geh lieber weg. Kiddies. Bringt aber nochmal gut Geld. Ja? Munition. Meine ich ja. Munition. Man kann sie immer one-shotten. Eben. Deswegen bringen sie ja so gut Muni. Und Geld und Stuff. Ja. Ich meine ja nur. Wenn du sie
Wenn du einen Plasma-Cutter tötest und so Munition hinterlassen, machst du einen Gewinn von 5 Schuss. Vorausgesetzt, du triffst beim ersten Mal. Ja. Was kriegt man von den großen Harpunenspitzen? Ich glaube, ich mache einen Abgang. Hallo, Ellie! Geh mir aus dem Weg! Wow. Durchsägen! Na und? Kassel schien ja auch! Warte! Und man kriegt halt 2000. Kasushini braucht eine Klinge und alles ist tot. Genau. Mit einer Klinge ist alles tot. Kasushini, ja. Einmal hin, alles tot. Mit einem Wisch oder einer Klinge, mit einem Klingenwisch ist alles weg. Oh, warum verarschen mich gerade? Keine Ahnung, mir egal, hier liegt Zeug rum. Ich find's geil, hier liegt Zeug rum. Ja. Ach, meine möchte gern Snipers. Ja. Die nicht ziehen können. So wie ihre eigenen Leute mittreffen. Mhm. Manu, warum kannst du nicht ausweichen, Isaac? So eine Ausweichrolle zum Beispiel. Das wär's doch. Genau. Alter Junge, behalt dein Zeug in dir. Genau. Wer weiß, was sie gegessen haben. Haben wir's dann mal? Ja. Doch, ich habe es ziemlich wirklich prächtig. Euch gehe ich mir schon gar nicht mehr ab. Ich meine, die treffen nicht mal. Ich tend. Aua, Glückstreffer! Was zum. Ich glaube, ich bin in das Ding reingelaufen. Ja, sieht so aus. Warum ist auch kein Geländer? Warum kann da keine unsichtbare Wand sein? Alles nochmal von vorne. Seriously. Ach nee, wir sind hier. Bei Amüsiere mich prächtig. Ja. Ist ja nicht ganz viel. Nee, ist sogar da, wo ich gerade gestorben bin. Mhm. Die hier eher verrecken. Der auch. Sie klettern an den Seiten hoch, you don't say. Ist mir noch nicht aufgefallen. Also rein theoretisch die einzigste Möglichkeit, wie die hier überhaupt hochkommen, ist, dass sie die ganze Zeit hinter dem Bohrer herrennen. Möglicherweise tun sie das ja sogar.
Warum machst du da hinten nicht auch noch so riesige Klingen dran? Wo es wäre alles zu einfach. Sieht irgendwie aus, als wäre das Blut hier. Als würde durch lebendes Gewebe fahren. Ja. Wobei, so wie das hier aussieht, könnte das sogar lebendes Gewebe sein. Yep, ich bin da reingelaufen. Das ist wirklich tödlich. Und auf einmal sind die ganzen Leichen weg. Was ist denn jetzt schon wieder los, Isaac? Scheinbar haben wir die Fundamentpfeiler des Regierungssektors erreicht. Und wie kommen wir da rein? Vorwärts. Wir haben einen Bohrer. Sie wissen aber schon, dass ich auf dem Ding sitze. Ellie? Ellie? Ich hab's Gefühl, dass es hat... Autsch! Ellie! Warum? Heilige Scheiße, das tut weh. Naja, wir können unsere Blessuren später vergleichen. Aber zumindest haben wir es geschafft. Das hier muss der Regierungssektor sein. Und ich schätze, ihr Marker ist hinter dieser riesigen Tür da. Wir sollten uns lieber beeilen. Diese Dinger werden einen Weg durch das Loch finden, das wir gebohrt haben. Es muss einen Aufzug oder so geben, der die Ebenen verbindet. Ich versuche, zu ihnen zu kommen. Wir treffen uns auf der Hälfte. Ja, das ist der Regierungssektor, oder? Was jetzt noch davon übrig ist. Wow, das war mein schnelles 12. Kapitel. Guck mal, wie die eingeparkt hat. Was man das Parken nennen kann. Ich meine nur, gerade eben waren wir noch senkrecht irgendwie so. Und jetzt, naja. Ich glaube, das Fahrzeug ist gestolpert. Nein, das ist die Frau am Steuer. Also, Ellie am Steuer, nicht gegen Frauen am Steuer. Nee. Auf das Niveau lass ich mich nicht ab. Weil, Kapitel 13. Isaac, hier ist ein Kriegsschiff angedockt. Was? Ist er kaputt? Das kann ich nicht sagen. Isaac, hören Sie mich, wir werden lebendig hier rauskommen. Zumindest einer von uns. Für Sie ist es hier zu gefährlich, Ellie. Was reden Sie da? Schwingen Sie Ihren Arsch hierher. Ich starte jetzt deinen Systemcheck. Ich glaube, das Ding hat ja, glaube ich, nur 14 Kapitel. Kann sein. Das heißt, wir sind wirklich kurz vom Finale. Ja. Und es ist so ruhig. Und so sauber. Und ein Energieknoten. Und so gar keine Nekros. Das ist sehr verdächtig. Das gefällt mir nicht. Hier mal wieder Ellies Fahrkünste. Mhm. Wo sie jetzt eigentlich hin? Ah, ich bin da vorbeigelaufen. Der Fuck. Hä? Bist du nicht von da gekommen? Ja, ach nee, ich bin von da gekommen. Ich bin automatisch irgendwie rechts abgebogen. Ich bin automatisch den optimalen Weg gelaufen. Hauptantrieb ein. Zusatzsysteme fahren hoch. Isaac, was machen wir da? Die das Leben retten. Oh. Hey Isaac, was soll das? Isaac, was machen Sie? Da machen Sie sofort die Tür auf. Nein. Nein, nein, warten Sie jetzt nicht. Nicht dieses Schiff zu starten! Isaac! Das ist Ihre beste Chance, Ellie. Sie haben Lebenserhaltungssysteme, Kommunikation. Hey, Sie werden gerettet. Bastard. Sie müssen überleben.
Ich konnte Nicole nicht retten. Aber sie kann ich retten, Ellie. Also, leben Sie wohl. Wow. Bist du jetzt bereit zu reden? Warum? Damit ich dich auch gehen lassen kann? Das geht nicht, Nicole. Ich wollte dich nie gehen lassen. Vieles passiert, das wir beide nie wollten. Isaac, berühre mich. Ich glaube nicht, dass das so gut wäre. Isaac, bitte. Mach uns ganz. Ich kann nicht. Wow. Und von dieser Situation zugeflasht, sage ich einfach mal, weiter geht's beim nächsten Mal. Bis dahin, see ya, Leute. Ciao.